Hallo und herzlich willkommen hier zu der Folge hier, hier bei Elgrad. Gerade das Flügen neigt sich dem Ende entgegen. Es hat mit vier Geräten ganz gut geklappt. Bis auf eine kleine Ecke, wo es zu eng war für die alle, wo sie nicht richtig wetten konnten. Entschuldigung. Und wenn alles klappt, ist dann hier alles fertig, ne? Steine müssen noch gesammelt werden. Das werde ich als nächstes machen lassen. Mit drei Fahrzeugen. Noch ein bisschen was zu tun. Und dann passt das. So. Gehen wir zum Hof. Irgendwas haben sie geändert im Patch mit Stroh und Gülle. Kriege ich jetzt mehr Mist statt Gülle? Das wäre okay. Heute ist mit der neue Version raus, 1.6. Viele Änderungen kamen aber nicht. Mal gucken, ob sich Gülle jetzt mehr wird. Jetzt mal Gülle rausgefahren. Ich wollte die Steinsammelgeräte fertig machen. Und ich kann mal gucken, ob ich ein bisschen Silage reinkippen kann. Ein bisschen Geld verdienen, ne? Ich hatte ja beim letzten Mal die Grasbahn hier reingefahren. Das sollte nicht keine Grasbahn werden, aber gut. Um sie zu verwerten, habe ich sie halt hier reingefahren. Die lösen sich halt nach und nach auf und dann nachher ist das ja gut. Ja, müsste man echt so bitte. Wie die Sache in Flügen fertig ist, dann den Stein sammeln, wenn es geht noch, dann möglich. Und wenn es nicht gehen sollte, na gut, dann wollen wir halt mit alles Silage bauen jetzt. Mal gucken. Einmal ist Silage. Einmal noch Gras. Auch noch Gras. Ne, dann muss alles Silage sein, sonst auch nichts. Guck mal rein. Gülle. Gülle kommt ja das ist Silage. Also Gülle wird reingefahren. Hier. Die werden ja hier verteilt. Das passt schon so. Ich habe hier oben noch einen Traktor stehen, da kann ich mir die Dinge ja schon mal entleeren zur Not und rüberfahren. Ich könnte mal einen Punkt machen, wo die herfahren sollen, ne? Müsste nur was sein, wo sie nicht im Wege stehen. Sekunde. Von hier beginnend. Und dann fahren sie einfach hier rüber. Genau, und dann noch ein Stückchen vielleicht. Vielleicht ungünstig gewählt, aber jetzt zu reichen müssen. So. Hof. Genau. Zucker kann ich verkaufen, das ist
Kein Problem. So. Abstellen. Oh, alle fertig. Ja, das ist so okay. Ich habe ja jetzt hier vor, auch wieder Gras auszusehen, und daher ist es okay. Gut, da oben. Ein könnte ich ja. Muss ich aber erstmal hochfahren, ne? Wird erstmal überschaden. Ich muss zur Straße fahren. Hier ist kein Kurs eingefahren. Also keine Randkurs. Aber mit Spillis bereiten wir auch Schwierigkeiten. Probieren kann ich trotzdem. Aber schnell. Ich muss nur hier ein bisschen rüberfahren. Probieren wir es mal, ne? Licht. Da stellen wir ein. Mal sehen. Ah, da fährt er noch. Noch fährt er. Hat doch ganz gut geklappt mit vier Geräten. Die Arbeitslänge. Diese Bewohner hier. So, nächsten gleich. Der macht weniger Schwierigkeiten, hat da eine normale Bereifung. Das ist kein Ton. Der Stadt wäre auch noch so gewesen. Okay. Also von DLC würde ich im großen Ganzen. Naja, das hat man nicht begeistert, ne? Wenn ich jetzt theoretisch statt nicht schon gekauft hätte, als Paket, hätte ich gesagt, ich hätte jedes Mal gesagt, okay, kauf's nicht, ne? Also hier Traktoren. Ah, hier. Müsste als Firma drin sein. Ja, also hier hatte ich gesagt, naja. Ja, wer es mag mit den Fahrzeugen mitfahren, ist es vielleicht ganz gut, aber für mich persönlich ist es jetzt nichts. Also Traktor hier zum Beispiel, nehmen wir den größten, den wir hier haben. Der hat 200 PS, also da habe ich andere Fahrzeuge, die erfüllen die Funktion auch. Na wie gesagt, 200 PS. Wer es mag, ne? Aber gut. Ich sage ja, wie gesagt, das ist ja auch das Problem, dass es im Grunde auch fast nichts mehr gibt, wenn man sagen könnte. Das würde sich jetzt dafür lohnen, ne?
Warte, mache ich ja noch mal gleich hier mit hier. Die Ecke da oben. Bisschen große Fläche schon. Oh, hier muss erstellt werden, deswegen. Aha. Also ich habe nicht hier ein bisschen erweitert. Aus. Ja. Um die Fläche größer zu machen, ne? So, noch eine Runde noch zurück. Oder eben gleich die Ecke mit hier. Und diese kleinen Ecken, das mögen die alle nicht. Aber das macht nichts, das ist halt so, ne? Die allermeisten Flächen müssen ja nicht gepflügt werden. Ich habe hier nur gepflügt, weil immer der Spruch kam, muss gepflügt werden. Naja, gut. Oder der Spruch, ich hab's gelesen. Noch hat mit mir hier keiner gesprochen. Das ist zum Nacharbeiten zum großen Flughafen. Und X. Ach so. Erst aufheben. Oh, aber nicht aus. Oh, Gegenverkehr. So, der fährt zurück. Dann, ja, was mache ich mit dem Flug? Wo stelle ich die hin? Provisorisch, ne? Genau. Ich fahre jetzt zum Hof und mache normale Reifung hin. Und stelle mir hier mal hin. Ob wir ein Geld haben, Geld ist so wenig. Wo eigentlich müsste ich Breitreifen können. Müsste ja normale Reifen schon da sein. Reparatur mal in dem Fall nicht. Das wird mir zu kostspielig. Breitreifen und Radgewichte, das reicht. Kostet ja nichts. Das war ja schon bezahlt. Ja, ein bisschen verkaufen könnten wir auch, aber das lohnt sich noch nicht. Wegen 7-8 Paletten zu fahren. So, Scheine sammeln. 3 Stück haben wir. Da muss ich durch. Ja. Leer, das passt.
Ja, das Feld hat keine Bezeichnung. Steine sammeln ist ganz praktisch, weil dadurch ja die Ladefläche mal 3 genommen wird und ich dadurch vielleicht nicht wechseln muss. Wenn alleine fahren würde die ganze Fläche, da wäre natürlich schneller voll, als wenn ich mit 3 Geräten fahre. Und selbst wären wir auch egal. Also die allermeisten Bauern, bei uns haben sie früher alle Brand gesammelt. Die größten halt, ne? Faustgröße natürlich nicht. Aber alles, was so Kopfgröße war, das wurde dann eingesammelt. Da hatten sie extra für einen kleinen Anhänger gehabt, der flach war, so wie Pkw-Anhänger von der Höhe her, dass man da nicht hochwerfen musste, ne? Wenn man den ganzen Tag die Steine wuchten muss, dann kommt Freude auf. So, eins Fahrzeug. Der hat Breitreifen und der hat keine, auch keine. Damit der eine Fan hier bleiben. Sobald ich Geld verdient habe, muss ich allen aufbauen. Allen für Maschinen und Geräte. Das geht ja hier dauernd nicht so gut. Da könnte ich rein durch da, wo die Fläche jetzt ist, wo jetzt wieder wo wir drüben mal waren, da könnte ich theoretisch mir vorstellen, das entsprechend auszubauen. Muss ich aber mal sehen. Brauche ich was mehr Geld. Das Geld hier auszugeben für Flüge. Aber wenn ich das wieder mal reinkomme. Die Berechnung lasse ich mal eine Pause zwischen den Folgen, weil die Berechnung kann ein bisschen länger dauern. Folge habe ich die Zeit sogar rausgeschnitten. Heute habe ich gelesen, wollen sie die E-Auto-Förderung hier einstellen, dafür wollen sie eine Strafsteuer einführen für Diesel und Benziner. Die werden mal ihre Vorschriften alles kaputt machen. Normalerweise, wenn eine Technologie kommt, die perfekt ist und gut ist, da setzt sie sich durch. Da muss man nicht über die Steuer was machen. So, meine Meinung. Den Kurs lasse ich auch mal. Also mal ausmachen. Aber die Bürokraten kennen nur Steuern, Strafsteuern und Vorschreiben. Es sei ja, wenn sie das unbedingt Geld einsparen wollten, wegen dem CO2, was würde ich zuerst machen? Erstmal die Fernsender halbieren. Die Hälfte kann weg. Man muss nicht jeden Schrott im Fernsehen zeigen und laufen den ganzen Tag. Und dann, im zweiten Schritt, würde ich die Werbung verbieten, komplett. Dann sollen die Sender sich entsprechend, die gucken möchten, über eine Streaminggebühr
Da kann nämlich jeder sich freiwillig, wer es haben möchte, entscheiden. Jo, den will ich haben, dann gucke ich jetzt an, dann bezahle ich ihn auch. Die GIS, was in Österreich ist, und die andere, was in Deutschland ist, also diese Zwangsgebühr, würde ich abschaffen. Und dann kann nicht jeder allein entscheiden, was für Sender er schauen möchte. Oder das ist voll. Wo mach ich das hin? Wo will ich pflastern? Wo willst du hin? Geh mal Gas. Das ist zu voll. Am Hof? So. Muss ich mal nicht schneiden. Die Vorfahrt. Hier dahinter wäre nicht schlecht, ne? Aber das funktioniert glaube ich nicht so gut. Ich mache hier vorher mal einen Haufen. Ich muss später mal, wo ich viel Stande in Zukunft nicht sammeln, werde ich das wegmalen. So. So, Takt müssen wir nicht. So. Haben wir drei Fahrzeuge zusammen. Dann seid mal schön dankbar, dass ihr reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter und dann sammeln wir immer Steine. Quasi die KI. Ich sage mal schon tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.